Hallo liebe Tarotfreunde, hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung, in der wir gleich das Tarot fragen werden, wie denn dein Chef oder deine Chefin gerade zu dir steht, aktuell. Ja, wie steht diese Person zu dir? Plus, was ist denn wichtig so im Umgang in der nächsten Zeit miteinander? Was ist wichtig im Umgang mit diesem Menschen, beziehungsweise mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzten? Ich gebe euch zwei Decks zur Auswahl. Eins, Deck Nummer 1 und Deck Nummer 2. Ihr müsst auswählen. Und dann geht's los. 1, 2. Keine allzu lange Legung, wirklich nur das Wichtigste gefragt. So, Legung Nummer 1. Dein Chef oder deine Chefin. In welcher Energie ist er oder sie gerade in Bezug auf dich? Hier sind sehr, sehr schöne Karten. Also, es kommt drauf an. Man kann diese Karten auch ein bisschen, ich will nicht sagen negativ deuten. Hier gibt es so eine kleine Tendenz, dass dein Chef oder deine Chefin vielleicht ein bisschen Angst hat, dass du gehst. Ja? Hier könnte so eine Aussage sein auch, also, liebe Damen, liebe Herren, falls ihr gerade gekündigt habt, ja, könnte hier so eine Information sein, zu Recht hat sie das getan. Ja, ich werde jetzt einfach alles, hier ist sehr viel Information, obwohl nur drei Karten erschienen sind. Ja, hier könnte so ein bisschen die Befürchtung sein, du könntest gehen, du könntest einen neuen Job dir suchen. Ja, du könntest das Unternehmen verlassen, du könntest deinen Chef, deine Chefin verlassen. Wenn das so ist oder wenn ihr gerade frisch irgendwie gekündigt habt, denkt dein Chef oder deine Chefin zurecht. Und sie denkt auch in diesem Sinne oder er denkt in diesem Sinne, dass du was richtig Gutes finden wirst, ja, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen werden. Du wirst es machen. Alles wird bei dir wieder gut, ja, oder generell, du wirst für dich das Perfekte finden. Okay, das ist für all diejenigen, die diese Gedanken haben, die diese Gedanken vielleicht geäußert haben, dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten gegenüber. Und alle, die fest im Sattel sind, ja, alle, die fest im Job sind, ist hier auch eine, also hier ist eine positive Information. Man findet deine Arbeit aufrichtig, ehrlich, ja, klar. Aber auch hier liegt irgendwie irgendwas in der Luft, ja, also auch hier. Also der einzige negative Aspekt könnte hier sein, dass dein Chef oder deine Chefin denkt, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast mit neuen Aufgaben, ja, dass das für dich immer wie so eine Hürde ist, wie so eine, an der du natürlich wächst, ja, aber generell, dass du dass das für dich vielleicht immer so ein bisschen Überwindung kostet, ja? Neues anzufangen. Generell sehr gute Karten, ja? Nichts an ihnen auszusetzen. Der Stern könnte zum Beispiel ja auch dafür stehen, dass dein Chef oder deine Chefin in dir sehr, sehr viel Potenzial sieht. Der Stern ist eine sehr kreative Karte, ja? Vielleicht bereicherst du das Team, vielleicht bringst du neue Ideen ein.
Ich sehe hier nichts Negatives, wirklich. Okay, was redet denn das Tarot? Umgang mit dem Chef oder mit der Chefin? Was sagt denn hier das Tarot? Was sagt denn hier das Tarot? Was sagt hier das Tarot im Umgang mit deinem Chef, mit deiner Chefin? Nüchtern und realistisch zu sein, deine Stärke, dein Selbstbewusstsein zu zeigen. Nicht emotional agieren. Was bedeutet das, dass wenn ihr, und vielleicht hattet ihr das, vielleicht wird es kommen, aber man hat ja manchmal Situationen, wo man vielleicht sogar mit dem Chef oder mit der Chefin irgendwie nicht einer Meinung ist. Es ist nicht schlimm, dass das so ist. Ihr könnt euch darüber austauschen, aber bitte nicht emotional, sondern rational, wirklich nur auf die Sache beschränkt. Blendet alles andere aus. Und ihr solltet unbedingt sehr selbstbewusst auftreten, überzeugt von euch selbst sein. Nicht im Sinne von Nase hoch und ich bin besser als alle anderen hier im Team, ja, nicht auf diese Art und Weise, sondern generell ausstrahlen, als würdest du dir selbst einiges zutrauen. Weg mit jeglicher Unsicherheit an dir als Person. Und sehr, sehr realistisch vorgehen. Ja, also wenn man auch eine Meinungsverschiedenheit mit dem Chef oder mit der Chefin hatte, jetzt nicht irgendwie das ewig in dir tragen. Ja, wenn du dann weiter mit ihr oder mit ihm kommunizierst, nicht ewig irgendwie im Inneren dieses Gefühl haben, ja, aber wir hatten doch diese Meinungsverschiedenheit miteinander und du hast mich so und so behandelt oder du hast dieses und jenes gesagt oder du hast dieses und jenes an mir kritisiert. Ich kann dir das nicht verzeihen, ja, also das muss weg. Sagt es Tarot, ihr Lieben, ja. So sieht es hier aus. Das war Deck Nummer 1. Vielen, vielen Dank. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Hier gibt es sehr viele spannende Themen. Hoffentlich. Ich hoffe immer, dass es für euch spannend ist. Und wir schauen uns Deck Nummer 2 an. Hallo an alle, die Deck Nummer 2 gewählt haben. Welche Energie steht dein Chef oder deine Chefin zu dir? Okay, los geht's. Okay, auch hier, ich sehe nichts Schlechtes, wirklich. Auch hier sehe ich nichts Schlechtes. Hier gibt es auch so eine kleine Nuance, ja. Du erscheinst hier als der Page der Schwerter. Ja, du bist aktuell, vielleicht lernst du, vielleicht hast du deinen Job erst vor kurzem begonnen, ja. Oder generell, du lernst. Es kann sogar sein, dass du vielleicht in einer Führungsposition bist, aber es ist etwas Neues für dich. Es ist deine vielleicht erste Führungsposition, ja? Weil ein Page lernt immer. Das ist einer, der hat sich noch nicht weiterentwickelt oder der, was heißt nicht weiterentwickelt? Du kannst ein sehr tiefer Mensch sein, ja? Das will ich dir gar nicht absprechen. Das meine ich nicht so. Ich meine nur auf diesen Beruf, auf diese berufliche Situation bezogen.
Wisst ihr, was ich hier sehe? Ich sehe, dass dein Chef oder deine Chefin in dir das ganz, ganz große Potenzial sieht. Das Potenzial des Magiers. Also entweder sieht dein Chef oder deine Chefin in dir dein deine Führungsebene, dass du das Zeug hast, ja, zu führen, dass du das Zeug hast, in einer oder in dieser Position zu sein. Es gibt hier nur einen ganz kleinen negativen Aspekt. Wenn ihr jetzt, liebe Damen und liebe Herren, denkt, nein, überhaupt nicht, ich bin nicht in einer Führungsposition und mein Chef behandelt mich schlecht, ja, dann verstehe ich ja auch die Karten, warum sie das hier so anzeigen. Dann ist es hier so, dass dich dein Chef leider, ja, leider dich klein halten möchte, obwohl er ganz, ganz viel Potenzial in dir sieht. Ja, also wenn dich in dieser Situation oder wenn du hast das zweite Deck gewählt, ja, und du sagst mir jetzt aber, ja, oder was, du sagst es in deinem Kopf mir jetzt, ja, ich höre das natürlich nicht, leider, weil wir kommunizieren nicht miteinander. Aber wenn du sagst, nein, Viktoria, ich werde schlecht behandelt, ja, ich werde gemobbt. Liebes, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass man bei dir sehr viel Potenzial sieht. Dass man bei dir viel Potenzial spürt, aber dir das nehmen möchte. Ist das eine gute Situation? Nein. Du wirst dich in dieser Situation, du wirst dich bei diesem Arbeitgeber, wirst du dich nicht entfalten können. Ganz im Gegenteil, du wirst klein gemacht. Das ist für den Fall, falls du in so einer schwierigen Situation bist. Was ist zu tun? Du kannst nur gehen. Du wirst deinen Chef nicht ändern können, deine Chefin nicht ändern können, du wirst deine Mitarbeiterin. Generell, liebe Damen und liebe Herren, für euch ist das nicht so, weil ihr seid psychologisch, seid ihr anders aufgebaut ein bisschen. Ihr könnt mit Stress besser umgehen. Aber für Frauen gilt das insbesondere, wenn ihr schlecht behandelt werdet, ganz egal, ob das eine Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, ja, oder ob das der Beruf ist, wenn ihr gemobbt werdet, ja, Probleme gibt es überall, aber wenn man euch beleidigt und euch mobbt, die einzig richtige Lösung ist zu gehen. Es gibt keine andere Lösung mehr. Es gibt keine andere Lösung. Also wenn ich irgendwie Berichte sehe von Frauen, die sich 5 oder 8 Jahre oder 10 Jahre sich haben mobben lassen, also erstens wird sie danach die gleiche Zeit beim Psychologen verbringen müssen, ja, um sich wieder herzustellen. Und zweitens ist man da irgendwie masochistisch veranlagt. Weil wenn man psychisch in einer gesunden Konstellation ist, wird man sich das nicht gefallen lassen. Niemals. Einfach gehen. Etwas Neues suchen. Am besten sofort gehen. Ja, ich hoffe, man braucht dafür, natürlich braucht man dafür Ersparnisse, ja, um vielleicht irgendwie zu überbrücken, 2, 3 Monate, bis man etwas Neues hat. Aber du hast keine andere Möglichkeit, wenn du gemobbt wirst. Du wirst das, dein Selbstwertgefühl, ja, wird so am Boden sein und du wirst, schaut, wenn eine Frau im Beruf gestresst ist, ja, wenn ihr Selbstwertgefühl im Beruf einfach zunichte gemacht wird, ja, wird sie auch niemals eine gesunde Beziehung aufbauen können. Sie ist hysterisch innerlich, sie ist innerlich kaputt, ihre Psyche ist am Ende. Sie wird niemals eine gesunde Beziehung aufbauen können zu einem Mann. Solange sie in diesem Zustand ist. Also, liebe Damen, ihr verbaut euch alles damit, wenn ihr solche Situationen duldet. Okay, aber das ist nur für den Fall, ja? Hier gibt es ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Ansonsten sehe ich hier ganz, ganz viel Potenzial, den dein Chef oder deine Chefin in dir sieht. Ja, wie ich schon gesagt habe. Vielleicht sogar eine Führungsposition. Okay, Umgang mit deinem Chef, deiner Chefin. Was ist dir wichtig im Umgang? Geht's um Bezahlung? Ihr müsst darauf achten, falls euch etwas Neues innerhalb des Unternehmens
angeboten wird. Ihr solltet hier ganz klare Vorstellungen haben. Ihr solltet euch nicht so sehr in diesen Job klammern, ja? Wenn ihr feststellt, ja, die Stelle ist toll, ja, aber die Bezahlung, woanders bekomme ich mehr dafür und muss möglicherweise weniger leisten. Dann solltet ihr das klar äußern. Ihr sagt das Tarot generell, dass ihr euch nicht irgendwie auf eine schlechte Bezahlung einlassen solltet. Das ist hier die erste Aussage. Die zweite Aussage betrifft eigentlich diesen zweiten Fall, den ich hier genannt habe. Falls ihr eine schwierige Situation habt, falls ihr irgendwie klein gehalten werdet, ja. Hier sagt euch das Tarot tatsächlich, sucht nach Alternativen. Eigentlich das, was ich schon gesagt habe, ja, nichts Neues. Solltet ihr euch da energetisch eurem Chef oder eurem Che eurer Chefin gegenüber verhalten? Denn na, ja, neugierig sein, vielleicht was neue Aufgaben betrifft. Spontan sein, alles nicht so, nicht ernst nehmen im Sinne von, nicht im Sinne von, wenn ihr eine neue Aufgabe bekommt und sagt, ich nehme das jetzt einfach mal nicht so ernst, ja, sondern eher aufgeschlossen sein. Ja, der Narr ist neugierig, aufgeschlossen, macht sich vorher keine Sorgen. Wenn er zum Beispiel eine neue Aufgabe bekommt, wird er nicht irgendwie so in Selbstzweifel verfallen oder dieses Ausstrahlen, ja, sondern ach, ich mach's einfach mal, mal gucken, was dabei herauskommt, mal gucken, wie ich mich dabei mache, ja. Okay, liebe Damen, liebe Herren, das war eure Legung. Bitte liken, bitte abonnieren, wenn ihr das möchtet. Viele spannende Themen, hoffe ich. Ja, heute auf dem Beruf. Ich wünsche euch alles Liebe, wie immer. Und wenn ihr möchtet, bis bald.